Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir möchten euch jetzt ganz kurz erklären, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren. Dazu habe ich mir den Martin jetzt mit ins Boot geholt. Martin, magst du mal bitte erzählen, wie so dein Tag bei uns ausschaut und vielleicht welche Aufgaben du so am Tag hast? Aber gerne doch. Dadurch, dass unsere Karlsruher Büros eine sehr, sehr zentrale Lage haben, habe ich den schönen Vorteil, ich kann gemütlich in wenigen Minuten zu Fuß herlaufen. Wir haben flexible Arbeitszeiten, daher fängt mein Tag normalerweise um 9.30 Uhr an. Ich achte darauf, dass ich größtenteils zu den normalen Bürozeiten schon im Haus bin, da ich eng mit der Fachabteilung zusammenarbeite. Ich bin als Webentwickler tätig und arbeite in dem Rahmen unter anderem an der Webpräsenz der Heko GmbH. Mit dieser Fachabteilung findet ein reger Austausch statt. Anfang der Woche setze ich mich normalerweise mit denen zusammen, plane den aktuellen Sprint, plane die anstehenden Aufgaben, priorisiere, welche Aufgaben als nächstes anstehen. Wir haben dort einen regen Austausch, gerne direkt beim Kunden vor Ort, aber natürlich auch über moderne Kommunikationsmedien wie Videochats, wie Direktnachrichten oder ganz klassisch per E-Mail oder Telefon. Auf diese Art und Weise entwickeln wir dann kontinuierlich an unserer Webseite weiter. So, jetzt kann ich die Frage an dieser Stelle zurückgeben. Gregor, wie sieht denn dein Arbeitsablauf aus? Ja, vielen Dank, Martin. Also ich persönlich arbeite im Homeoffice von Leipzig aus. Mein Tag beginnt relativ früh, so gegen 7 Uhr. Ich beginne dann auch gleich schon mit den Aufgaben, die mir so zugeteilt wurden im aktuellen Sprint, die bereits gleich abzuarbeiten. Dabei ist es bei uns relativ cool. Falls bei der technischen Umsetzung irgendwelche Probleme auftauchen, klären wir die meist sofort direkt. Dazu nutzen wir unter anderem auch den Slack-Chat. Den kann ich wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Seitdem wir mit Slack arbeiten, finden wir alle anderen Chats total unzureichend tatsächlich. Man kann Medien verteilen, man kann Nachrichten nachhaltig wieder editieren, man kann in Nachrichten sehr effektiv suchen. Das hilft uns sehr gut dabei, produktiv bei der Arbeit zu sein. Was bei den ganzen Diskussionen auch oft zustande kommt, ist, dass wir eine rege fachliche Auseinandersetzung auch oft haben. Das sind heftige Diskussionen zum Teil. Aber die sind tatsächlich auch sehr gewinnbringend. Woran liegt das? Wir haben dieses ganze Mindset, das das Kaizen mitbringt, also diese kontinuierliche Verbesserung, das leben wir tatsächlich. Und wir verstehen auch agile Arbeiten jetzt nicht irgendwie im Zuge von nur Kanban oder Scrum, sondern bei uns ist das agile Wertesystem tatsächlich ein humanitäres Wertesystem. Also wir reflektieren unsere Arbeit täglich. Wir tauschen uns miteinander aus und versuchen uns auch gegenseitig zu helfen. Ja, dann haben wir auch noch das Daily, was wir dann jeden Tag durchführen. Da besprechen wir dann im Team zusammen und auch mit dem Product Owner zusammen, ja, was so am Tag geleistet wurde, wo vielleicht Probleme sind, was das Ziel bis zum nächsten Daily ist. Und so haben wir so einen kontinuierlichen Rhythmus jeden Tag, wo wir uns auch selbstständig überwachen und dann schließlich dann auch am Ende der Woche ein fertiges Produktinkrement abliefern können. Das war eigentlich soweit es von meiner Seite oder von unserer Seite alles. Vielen Dank fürs Zuschauen.